Salzburgs Trinkwasser hat beste Qualität und auch das Versorgungsnetz ist lückenlos. Damit das auch in Zukunft so bleibt, wird das Grundwasserwerk Glanegg jetzt modernisiert. Neben der Erneuerung der Elektroinstallationen werden die drei Unterwassermotorenpumpen nach 30 Jahren Einsatz getauscht. Der Tausch dieser Pumpen bewirkt mehrere sehr vorteilhafte Effekte für die technische und betriebliche Anwendung. Zum einen die Sicherheit der Wasserversorgung. Durch den neuen Pumpentyp kann auch im Falle eines Stromausfalls, eines Blackouts, die Trinkwasserversorgung zu 100% für die Stadt gewährleistet werden. Für den Kunden bedeutet das, dass die gewohnte Wasserqualität in der normalen Menge, in ausreichender Menge zur Verfügung steht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Energieeffizienz. Die neuen Pumpen verfügen über hocheffiziente Motoren. Diese Motoren sparen prognostiziert etwa 100.000 Kilowattstunden pro Jahr ein. Das ist nicht nur ein betrieblicher Vorteil, sondern auch ein schöner Beitrag zum Klimaschutz. Das Trinkwasser wird für ca. 170.000 Menschen im Stadtgebiet und in Randbereichen von Salzburg mittels der drei neuen Pumpen in die Hochbehälter am Mönchsberg und Kapuzinerberg gepumpt und gelangt von dort in die Haushalte. Die Brunnen hier im Grundwasserfeld in Glanegg versorgen die Stadt Salzburg, genauso wie der Brunnen im Grundwasserwerk St. Leonhard. Die Grundwasserversorgung macht etwa 90% des gesamten Wasserbedarfs der Stadt aus oder deckt diesen Bedarf. Die restlichen 10% kommen aus kleinen Quellen und Quellgruppen am Stadtrand. 12,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser benötigt die Stadt Salzburg jährlich. An Spitzentagen liegt der Verbrauch bei 45.000 Kubikmeter. Die Qualität des Trinkwassers steht für die Salzburg AG an erster Stelle. Die Trinkwasserqualität wird durch unser eigenes Trinkwasserlabor regelmäßig überprüft in bakteriologischer und chemischer Hinsicht. Die Befunde werden der Behörde übermittelt. Zusätzlich werden im Vorfeld Online-Monitoring durchgeführt, um die eventuelle Verschmutzungen oder Probleme zu erkennen. Die Umbau- und Modernisierungskosten belaufen sich auf knapp 1 Million Euro. Dadurch kann der zuverlässige und effiziente Betrieb der Anlage auch für die nächsten Jahrzehnte wieder sichergestellt werden.